Das, was du immer am Stützpunkt, ja? Was du immer wie am Stützpunkt hast, so erledigen, ja? Ja, aber warum kannst du dann unseres nicht machen? Weil das zu groß und aufwendig ist. Mhm. Wir machen eine Kleinigkeit, mehr Lampen, ein Geräusch sorgen. Das ist das unser Vormittag, ja. Ist eigentlich nur ein Notdienst, ja, im Stützpunkt. Mhm. Ja, genau. Wir haben auch keine Ersatzteile. Ja, das Einzige, wie gesagt, was man eben probieren könnte, ist das der Wellendichtring. Aber da muss ja dann auch irgendein Gummidings haben, das, weil das läuft ja die ganze Zeit, da muss das ja wirklich ganz genau passen. So, jetzt kommt der Anlass, dass du das mal festmachst und dann ein bisschen Dings Getriebeöl rein und schon. Du Arsch, jetzt habe ich es so schön festgemacht. Oh Mann. Ja, hallo, wir sind heute hier in Wolfsbichl und suchen den Holzmichl. Also, es ist Montagnachmittag. Wir hatten jetzt Termine Werkstatt um 8 Uhr. Dann hat er uns weitergeschickt, hat gemeint um 1 Uhr. Da hätte er mal Zeit, dann sind wir um 1 Uhr nochmal hinkommen. Und der Blechberger Junior hat immer noch keine Zeit. So, und jetzt erklärt der Thomas mal, wie es vielleicht weitergeht oder was sonst noch passiert ist. So, also liebe Leute, wir sind seit Samstag Mittag sind wir hier mit dem Abschleppwagen in das wunderschöne Spital geschleppt worden. Mittlerweile konnten sich die Österreicher davon überzeugen, dass mit uns keine großen Geschäfte zu machen sind. Und jetzt haben sie sich entschlossen, unseren Bulli nach Hause zu bringen auf dem Luxus 40 Tonner Sammeltransport. Da kann er sich vergnügen mit anderen defekten Autos und wird nach Hause gebracht. Jetzt fahren wir gleich zur Sammelstelle, wo alle Fahrzeuge gesammelt werden, die dann einen Komfortrücktransport bekommen vom ADAC. Und wir werden schauen, wie wir dann nach Hause kommen. Es könnte sein mit dem Zug, kann aber auch passieren, dass wir mit dem Autostopp, also per Anhalter, nach Hause reisen dürfen. Mein Kamerad Hartmut nach Stuttgart, ich nach München zum Weißwurstessen. Die Tante Anni wartet schon lange mit ihren Weißwürsten auf mich. Ja, und ich habe schon ganz stark Hunger danach. Die hat die Weißwurst seit eineinhalb Wochen eingefroren. Also ja, hier der Mikro. Die hat die Weißwurst seit eineinhalb Wochen eingefroren und wartet und wartet und der Thomas kommt nicht. Ja, die Rückreise, die dauert mittlerweile schon länger wie der Urlaub. Der Urlaub hat 7 Tage gedauert auf dem wunderschönen Campingplatz in Strasco, Kroatien auf der Insel Park. War wundervoller Urlaub, eine Woche. Jetzt haben wir die Rückreise veranschlagt mit bereits 1,5 Wochen. Die zweite Woche ist schon angebrochen. Schauen wir mal, wann wir nach Hause kommen werden. Ja, hallo, wir sind heute hier in Wolfsbichl und suchen den Holzmichl.